Ein wunderbares herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Jerome und ich begleite dich auf eine Reise mit der Trommel in deine Kraft. Ich habe schamanischen Hintergrund, therapeutischen Hintergrund und letztendlich geht es mir immer um die Verbindung mit unserer wahren Natur. Etwas, das scheinbar schwierig ist. Ich würde sagen, heute ist es weltweit aktuell, haben nicht wirklich Wurzeln gefasst. Das heißt, besonders in den zivilisierten Völkern ist es so, dass unsere Basis, man könnte sagen, auch das Fundament, ist einfach auf wackeligem Terrain. Was ist dieses Terrain? Dieses Terrain erzählt uns, du überlebst, wenn du was tust. Du überlebst nur, wenn du Geld hast. Du überlebst, wenn du was produzierst. Du bist erst jemand, wenn du was produzierst. Und natürlich erzeugt das ganz viel Stress im Organismus. Das heißt, wir können eigentlich nie einfach wirklich sein oder erst wenn wir ganz viel erledigt haben, Ziele erreicht haben, erst dann ist es möglich, jemand zu sein. Und das ist natürlich ein Riesenirrtum, weil du hast es verdient, zuerst mal zu sein. Und dann ist es total cool, natürlich Dinge zu tun. Wir sind auf Erden, um zu schöpfen, um kreativ zu sein. Aber das macht erst Sinn, wenn du eben das Fundament, das heißt die tiefe Verbindung zu unserem Selbst, unserer wahren Natur, wirklich da ist. Die gute Nachricht ist, es muss irgendwo immer noch da sein, in jedem Menschen. Das ist das Tolle daran, egal ob wir kulturell falsche Wege eingeschlagen haben oder es überhaupt keinen Halt mehr irgendwo gibt, gibt es immer irgendwo in uns unser natürliches Ich noch. Es ist manchmal sehr verschüttet, sehr vergraben, aber es ist immer noch da. Weil unsere wahre Natur kann uns niemand wegnehmen. Wir können ein Leben, verschiedene Leben ignorieren, nicht wirklich leben, nicht wirklich in Touch, in Berührung sein, aber es kann nie vernichtet werden. Deshalb, egal in welcher Situation wir sind, es ist immer da. Es hat viel damit zu tun, um diese Räume wieder zu öffnen, um dieses Fundament, um dieses heile Fundament zu erfahren, wenn wir Gefühle, also die zusammenhängenden Bedürfnisse damit wieder frei fließen können. Es macht ganz fest Sinn, das auch in einer Gruppe zu erfahren, dass wir merken, dass alle Menschen Gefühle haben, dass wir alle manchmal traurig sind, wütend sind, Hilfe brauchen, stark sind. All diese verschiedenen Aspekte haben wir alle in uns. Und ja, deshalb natürlich, wende dich an jemanden. Du kannst dich auch gerne an mich wenden, um diese Erfahrung und dieses Fundament mehr spürbar zu machen. Aber in dieser Reise gibt es eben auch eine Möglichkeit, dich dorthin zu führen, im Rhythmus der Trommel, die das Leben symbolisiert. Und diese Kraft, diesen Rhythmus und auch einen Trancezustand zu nutzen, um einfach dich zu entspannen und dieser ruhende Pol in dir, das eigentlich dein Fundament ist, wieder zu fühlen. Es kann sein, dass du auf dieser Reise anderen Gefühlen begegnest, wie vielleicht Unruhe, Wut, Trauer, vielleicht auch gewisse Angst. Lass so viel zu, wie jetzt möglich ist. Aber erlaube dir einfach zu fühlen und ein Bad von deiner wahren Natur zu nehmen. Es gibt nichts Schöneres, als dich zu erkennen in dem, was du wirklich bist. Und das ist ein wunderbares Mysterium. Ja, mit diesen Worten lade ich dich ein, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Und dich einfach auf den Stuhl, Sofa, irgendwo hinzusetzen, wo es gemütlich ist und dem Rhythmus der Trommel zu lauschen und langsam deine Augen zu schließen. Ich lade ein, die Spirits, ich lade dich auch ein, das was für dich wichtig ist, vielleicht die Naturkräfte, die Erde, den Himmel, was du auch immer einladen möchtest. Vielleicht, was du auch mehr spüren möchtest. Vielleicht
sein. Du kannst wahrnehmen, du kannst deinen Körper vielleicht wahrnehmen, also Empfindungen, vielleicht Gefühle, Gedanken und dich dabei noch ein bisschen mehr entspannen. Du bist der oder die, die diese Sachen wahrnimmt. Darf und im Empfang genommen werden darf.
auch entspannen kann. Relax. Mit jedem Atemzug ein bisschen mehr. Weil es deine Natur ist, der ruhende Pol. Und wisse, sind du von diesem Fundament aus, das darf sich auch kraftvoll anfühlen, einfach lichtvoll, wie eine Sonne. Was auch immer sich dir zeigt, aber dieser ruhende Pol, wie ist es, wenn das in deinem Leben, das dein Fundament ist, mehr und mehr, kannst dort wahrnehmen, dass du dir selbst vertrauen kannst. Dieser ruhende Pol ist weiser. Dieser ruhende Pol bist du. Dieser ruhende Pol. Schau mal, wie dieser ruhende Pol zu sich selber redet, mit sich umgeht. Der ruhende Pol. Energie darf sich noch mal erhöhen, intensivieren, verstärken. Alles, was positiv für dich ist, alles, was dir gut tut, alles, was dir richtig, richtig gut tut. Und mit dem lade ich dich ein, 3 tiefe Atemzüge zu nehmen. Und nach diesen 3 tiefen Atemzügen kannst du dann langsam die Augen öffnen und den neuen Moment genießen. Mit diesem ruhenden Pol. Du kannst diese Reise immer wieder wiederholen. Und einfach in diese Kraft steigen. Mehr und mehr und mehr. Diese Sonne sein. Mehr und mehr und mehr. Dein wahres Ich. Und es lohnt sich. Es lohnt sich, anstelle von wiederholen, was bis jetzt immer war, wiederholen von dem, was keinen Sinn mehr macht, wiederholen von dem, dass du nicht mal mehr weißt, auf welchem Fundament es basiert. Dein neues Fundament ist dein wahres Ich, dein ruhender Pol. Ich wünsche dir eine wunderbare Entdeckungsreise. Au.